Wie landet das Steak auf unserem Grill? Regelmäßiger Fleischkonsum ist für uns doch selbstverständlich geworden. Metzger wie Georg Meyer wollen wieder ein Bewusstsein für das Produkt Fleisch schaffen. Bevor Steaks, Filets und Schinken über die Ladentheke wandern können, müssen die Schweinehälften mit präzisen Handgriffen zerlegt werden. Das ist halt beim Schwein alles nicht so groß ausgeprägt wie beim Rind. Rinder und Ochsen haben ungefähr das vierfache Gewicht. Also ein Schwein ist mit wesentlich weniger Körpereinsatz zu zerlegen wie ein Rind. Auch beim Lamm findet man die Anatomie wieder. Und das macht es irgendwann dann auch relativ einfach. Und du kannst eigentlich, wenn du ein Schwein zerlegen kannst, jedes Tier zerlegen. In Familienbetrieben wie der Metzgerei Meier sind vom Azubi bis zum Altmeister oft noch alle an der Produktion beteiligt. Was nicht als Ganzes verarbeitet wird, wird Wurst. Jetzt kommt das Gehäcke in die Füllmaschine und dann kommt die Wurst in die Hülle. Ich sag mal, Qualität fängt nicht in der Fleischtheke an, sondern schon 3-4 Schritte davor. Und erst wenn diese gesamte Erzeugerkette stimmt, also erst wenn der Bauer von seinem Produkt leben kann, wenn es dem Tier in diesem kurzen Leben gut geht und wenn der Metzger auch noch was dran verdient, dann haben wir ein richtig gutes, qualitativ hochwertiges Stück Fleisch. Um ihren Kunden das Bewusstsein für Fleischkonsum näher zu bringen, hat sich die Metzgerei das Format Steak-Seminar einfallen lassen. Ich denke, dass das eigentlich mit die beste Möglichkeit ist, da diese neuen Steakzuschnitte dem Kunden näher zu bringen. Dass er auch sieht, wie man es zubereitet, dass der Kunde sieht, wie es gewürzt wird, wie es gebraten wird, wie es geschnitten wird. Das sind alles so Faktoren, die natürlich am Ende auch die Qualität des Produktes beeinflussen. Da schneiden wir uns jetzt ein schönes Porterhouse-Steak ab. Und das schmeiße ich jetzt dann in den Beefer rein. Die Teilnehmer des Steak-Seminars sind begeistert. Ob man sich sowas täglich leisten kann? Wahrscheinlich nicht. Aber es lohnt sich, auf Qualität Wert zu legen, um ein wirklich gutes Stück Fleisch genießen zu können.